Was für eine Woche für die SVP und den Luzi Stamm. Am Dienstagabend hat der SVP-Nationalrat Luzi Stamm einem Dealer Kokain abgekauft. Der Luzi Stamm hat gesagt, er wolle aufdecken, dass die Drogenszene zu Bern ein Problem sei. Er hat das Kokain am nächsten Tag sofort der Polizei übergeben. Aber Luzi, bist du ganz sicher, dass du nichts genommen hast? Weil so wie du am nächsten Tag getönt hast, also ich bin mir nicht so sicher. Ich habe nur eine Stunde geschlafen, bin auf der Autobahn. Auf der Autobahn? Also du meinst auf der Highway? Wie hast du dich denn am Abend genau gefühlt? Also ich bin fast aus den Schuhen gefallen. Ja, Gocki läuft stimmig halt schon recht, gell? Was ich gestern erlebt habe, hat mich hinten rausgehauen. Hey, das klingt nach geilem Stoff. Wo hast du das Gocki her? Ich war bei einer CS-Veranstaltung Credit Suisse. Nein, komm, bist ein paar Stunden mit Banker zusammen, bist schon voll in der Szene. Und am Freitag ist dann auch noch rausgekommen, dass der Luzi Stamm in Milano unten einen Koffer mit Falschgeld ist abholen. Meine Güte, also Kokain kaufen, Falschgeld schmuggeln. Also, wenn es nach seiner Partei wird gehen, ist der Luzi nächste Woche ausgeschafft. Die SVP hat den Luzi Stamm jetzt von der Frühlingssession beurlaubt. Aber der Luzi hat, ganz ehrlich gesagt, er hat eigentlich einen Orden verdient. Hey, er opfert sich ständig auf. Er begeht eine Straftat, um einen Missstand aufzudecken. Ja, das ist die Luzi-Methode. Etwas bosgen, um etwas aufzudecken. Und das haben viele andere ja auch schon gemacht. Also, der Gerry Müller. Der hat ja auch nur schauen, ob sein Handy noch geht. Oder der Luca Henni, der an ESC geht. Der will uns auch nur zeigen, dass man auch mit Nullpunkten glücklich sein kann. oder die paar Jungs in der Schweiz. Ja, die wollten auch nur zeigen, wie man günstig mit einem Leintuch ein Weihnachtskostüm herbringt. Aber auch wenn der Luzi Stamm jetzt von der SVP beurlaubt wurde, ist er weiterhin mit seiner Luzi-Methode unterwegs und er verteidigt die Werte seiner SVP.